Oha, Naruto ist also der Einzige, der in seinem Jahrgang noch kein Chunin ist. Alle anderen haben die Prüfung anscheinend wohl mittlerweile bestanden. Ja, das heißt, dass hier wohl bald noch eine Prüfung ins Haus steht. Jetzt treffen wir uns erstmal mit Narutos altem Sensei, um eine Portion Nudeln zu essen. Ja, dass sie es in den Animes immer so mit dem Essen übertreiben müssen, aber gut, Sport macht Naruto ja nun wirklich genug. Naruhodona. Dakara anna ni sawaideta no ka. Minna wa chūnin de ore dake genin ka? Oi oi. Genin chūnin te sonna ni higamu na yo. Omae wa ano Jiraiya sama ni jikijiki ni osawatte nda kara. Ma ne. Demo sa, yōsha nashi datte ba yo, Edo sennin te ba. 額当てとか服とかボロボロになっちまってさ、新調しなきゃならなくなったんだぜ。でもそのすごい修行のおかげで随分と強くなったんだろ。うん、今じゃイルカ先生より強いかもね。何言ってんだ、まだまだ俺だって負けやしないぞ。いつかイルカ先生とも勝負を。あ、どうした？そういや、ずっと聞きそびれてたんだけど、あのさ、さくらちゃんたちが中二になったのは分かったけど、あいつは、あのガーラはどうなったんだってばよ。あの子か。まさか中二ってだけでなく上忍に。いや、あの子はちょっと別格だ。別格？Gaara ist also ein Sonderfall. Na gut, immerhin wurde er auch von einem Dämon bewohnt. Soro soro da na. Yudan sun ja ne zo, Deidara. Aite wa Jinchūriki nan da kara na. オイラの術はすべて芸術だ。それにちゃんとお箱も持ってきてる。うん、まあサソリの旦那は見てればいい。どうだい、この芸術的造形は。あんまり待たせんなよ。一尾主角の人中力、砂漠のガーラか。さて、どんなものか。Oha, Deidara und Sasori treten auf den Plan, also zwei Akatsuki-Mitglieder. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich der Kampf gegen Gaara. Aber erstmal nochmal ein Ladebalken und wahrscheinlich auch der Szenenzurückschnitt zu Naruto. Nee, doch nicht. Senju Seiko. Ho, yoku oira no senju ni kizuita na. さすがは砂隠れの風影ってとこか。Damit ist es raus. Gaara ist mittlerweile Katze Kage, also quasi der oberste Kage von Sunagakure, quasi sowas wie der Hokage, bloß eben von einem anderen Dorf. その衣、お前が暁だな。隠密行動は失敗だな。しかし。てめえを探す手間が省けたぜ。
さて、とっとと片付けるかな。うん、この里は俺が守る。Haha, damit steht also auch gleich der nächste Kampf an. Gaara gegen Deidara. Oder Deidara. Oder Deidara. Irgendwie so. So, ich bin schon sehr gespannt, wie sich Gaara von seinem Angriffs-Setup her entwickelt hat. Im ersten Teil konnten wir ihn ja auch ein paar Mal steuern, vor allem dann im Kampf gegen Kimimaro. Und mal gucken, ob ich jetzt ein cooles ultimatives Jutsu hinkriege. Oh ja, okay, ultimatives Jutsu in der Wachen ist nicht einsetzbar und unser Gegner ist immun gegen alle Statuseffekte. So, erstmal haben wir ihn von seinem Flugding runtergeholt. Okay, wir müssen ihn ja immer oben runterholen. Und das geht am besten natürlich mit Shuriken. Eine sehr schöne Hintergrundmusik, die gerade läuft. Ah, okay, Nidwig. Wir können ihn so doch nicht runterholen. So. Okay, warum konnte ich ihn jetzt nicht treffen? Erstmal Chakra wieder aufladen. Na, langsam macht er mir ein bisschen zu sehr Druck hier. Ah, ist er schon wieder oben in der Luft, ne? Das gibt's ja nicht. Boah, ich hatte mal gerade mal einen Angriff zu machen. Ja, wahrscheinlich muss ich ihn wirklich mit Attacken bombardieren. Oder warten, dass er automatisch da absteigt. Und wieder ist er. Oh, das gibt's ja nicht. Ich muss also echt immer warten, bis er von alleine runterkommt. Das macht den Kampf jetzt nicht gerade leichter. So,
Zumal er noch eine ganze Lebensleiste hat und ich nicht mehr. Oh. Gaara gegen Deidara. Befindet sich dein Ziel innerhalb des Rings, kannst du es anvisieren. Drücke dann U oder Viereck, um anzugreifen. Okay. Okay. Boah, ist das ein Shooter hier? Boah, ist ja besser als jeder Luftkampfsimulator hier. Ah, fuck it. Gott. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Kampf, der mit der Maus wesentlich besser gehen würde. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Oh Gott. Okay. Da war ich jetzt. Oh mein Gott. Aber der Kampf ist mal richtig, richtig geil wieder, Leute. Leider nur gerade hatte ich kein. Wie zur freien Bewegung zurückkehren. Ach nein, das wollte ich doch gar nicht. Ah, letzter Kontrollpunkt. Ah, shit. Ah, letzter Kontrollpunkt heißt nicht den ganzen Kampf nochmal neu machen, sondern. Ah, fuck it. Oh, da habe ich mich jetzt ganz übel verdrückt. Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, jetzt müssen wir die ganze Szene hier nochmal durchspielen. So, diesmal weiß ich ja, wie hier alles funktioniert. Also im Endeffekt ihm so lange ausweichen, bis er auf den Boden kommt. So, jetzt wieder ausweichen.
Ja, so gut wie es halt zumindest geht. Ja, genau, diese beiden Balken muss ich ihm abziehen, den blauen, also den hellblauen und den dunkelblauen Balken. Und danach dürfte dann die zweite Kampfphase kommen. Auf jeden Fall extrem geil, diese Kämpfe. Also wesentlich besser als im ersten Teil. Weil das jetzt halt jeder Kampf, also jeder größere Kampf mit diesen extra Bonis abläuft. で終わりだ。佐藤ことなら。
が大きな盾を。俺もいつか誰かに必要とされる存在になりたい。恐るべき兵器としてではなく、砂隠れの風影として。あれをガードしきるとはすごい。何？砂漠よ。Okay, das war jetzt ein richtig krasser Kampf gewesen. Sehr, sehr geil in Szene gesetzt. Und ja, ich habe auch beim zweiten Versuch dann fast alles richtig gemacht. Zum Glück. So, 7000 Ryo gibt es jetzt dafür. Und ich gewinne mit einem A-Rang. Immerhin 93% Gesundheit und 31 von 54 Angriffen haben auch ihr Ziel getroffen. それはどうかな。かなり際どかったぜ。こいつ、あれを受けて。だがな、最後の最後はオイラの勝ちだ。しまった。Okay, was ist jetzt da los? Was ist mit Gaara? Mattaku, Hone ga ureta ze. Sono hyoutan ni nendo shikaken no wa yo. Nakanaka suki o mise nei shi. Sasuga ni tsuyui janei ka. Na, Kazekage? Saate...これからお前を楽しい場所へ案内するぜ。うん。Oh Gott, damit ist ja die Entführung von Gaara trotz unseres krassen Kampfes geglückt. Das ist jetzt natürlich eine üble Wendung, aber ja, nicht umsonst heißt das Kapitel die Rettung des Katzekage.Daidara, neuer Charakter jetzt nutzbar.